Flaschen sind angespült worden. Ich habe so den Verdacht, dass sie von Kiels und Blackbeard sind. Oh, eine Flasche. Mal sehen. Liebe Landratten. Wir sind erst seit ein paar Tagen wieder auf hoher See. Aber es fühlt sich an, als hätten wir euch vor Monaten verlassen. Das Training in der Kotzmaschine hat sich definitiv gelohnt. Wir übergeben uns nur noch 3 oder 4 Mal am Tag. Große Fortschritte. Ich soll schöne Grüße von Keelhaul ausrichten. Sie hat sich mit einem Hai angelegt und ist im Moment außer Gefecht. Ich glaube, sie brennt darauf, eines der Holzbeine auszuprobieren. Möglicherweise habe ich ihr die zu sehr angepriesen. Mache ich nicht wieder. Was ist, wenn ich nicht will? Das steht nicht zur Debatte. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Sieh mir ins Auge und sag mir, ob ich aussehe wie jemand, der sich um Verträge schert. Du hast ihn mit Blut besiegelt. Auf deinen eigenen Wunsch. Eben. Das hätte dir schon verraten sollen, dass ich die Sache nicht ernst genommen habe. Na gut. Wenn du zu deinem Wort stehst, lasse ich dich und Keelhaul 24 Stunden lang nach Herzenslust plündern. Nur mich. Abgemacht. Sie wird so neidisch sein. Willkommen zur Schatzsuchermeisterklasse. Da ist er. Gepeilt? Großartig. Wir sind hier fertig. Lass uns das zur Sicherheit noch ein paar Mal durchgehen. Entschuldige mal, was? Hier drüben! Gute Arbeit. Weiter so. Mir das eben noch mal durch. Sperr die Lauscher auf. Da ist er. Hast du das gepeilt? Natürlich. Aber das Meistern jeder Fertigkeit erfordert viel Übung. Ha, ist das dein Ernst? Es sind nur 3 Schritte. Wo ist er? Da ist er. Jetzt ist er mein. Ich hoffe, dass du mitschreibst, Kommandant. Hoffentlich nicht. Das ist doch total einfach. Noch mehr Post von Blackbeard. Haben heute versucht, unser erstes Schiff zu überfallen. Die MS Anna. Erst lief alles gut. Wir haben unser bestes Piratenvokabular aus.
ausgepackt, mit unseren Säbeln gerasselt. Ihr wärt stolz auf uns gewesen. Wir haben ihnen die Koordinaten der Heimatbasis gegeben und sie ziehen lassen. Wenn sie behaupten sollten, sie hätten uns gefangen genommen und dann aus Mitleid freigelassen, weil ich geweint habe, glaubt ihnen auf keinen Fall. Mit feindlichen Grüßen, Blakebeard. Junge, Junge. Was geht, ihr Salzlutscher? Die ist dann wohl von Keelhaul. Wir sind an einem Hafen von der MS Anna geflohen und haben uns ein neues Schiff beschafft. Sind in einem Stück entkommen. Zumindest fast. Zum Glück sind wir wieder auf hoher See, überfallen Hüllen und verpassen dem Sturm Breitseiten. Wir haben außerdem Hinweise zu einem Schatz erhalten, der im schreienden Dschungel versteckt sein soll. Ich melde mich wieder, sobald wir ihn gefunden haben. Keelhaul! Noch eine Nachricht von Keelhaul. Wer hätte gedacht, dass wir den Schatz wirklich finden? Ist voll mit Dublonen und solchen Kram. Anscheinend sind einige Piraten hier mal gestrandet, haben ihre Schätze vergraben und sind dann auf mysteriöse Weise gestorben. Wir glauben, dass das vielleicht mit den Kannibalen zusammenhängen könnte, die uns vorhin verfolgt haben. Ist nur ein Verdacht. Sind wieder auf unserem Schiff. Unter Deck ist alles voll mit Beute. Sind darauf gespannt, was noch auf uns zukommt. Oh, süß. Ohne euch wäre all dies niemals möglich gewesen. Unsere Träume werden gerade wahr. Stellt euch einfach vor, dass ich mit den Augen rolle oder ein Furzgeräusch mache, um die emotionale Stimmung zu durchbrechen. Keelhaul, klingt ganz nach ihr. Könnte die letzte Nachricht sein. Sie ist von Blakebeard. Keelhaul und ich haben die Beute verscherbelt und uns ein neues Schiff gekauft. Ich schreibe euch diese Nachricht vom Schreibtisch meines neuen Co-Kapitänsquartiers. Man sagt, wahre Piraterie bedeutet, sich nie entschuldigen zu müssen. Also bin ich wohl noch kein echter Pirat. Tut mir leid, dass wir die Heimatbasis überfallen, eure Schätze vergraben und all eure Kupferdrähte geklaut haben. Das erklärt all die Brände. Sagt Ray außerdem, dass die Hochsee so gar nicht mein Ding ist. Bitte, hol mich zurück. Danke, dass ihr uns zurück auf Kurs gebracht und unsere Segel prall gefüllt habt. Euer hüllenbekämpfender, sturmplündernder Piratenkumpel, Blakebeard. Möget ihr stets mit prallen Segeln reisen, Blakebeard und Keelhaul. Und hoffentlich bereuen wir das nicht. Kommandant, Kurs auf die Heimatbasis. Verteidige den Bus! Wir haben einen Bonus im Spiel! Du bist kein Bär.
der Blue Glow. Blue Glow hinzufügen und zum Verteidigen des Busses bereit machen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Verteidige den Bus. Wir haben einen Bonus im Spiel. Thank you.
ich habe gerade aufgenommen, wie sich hier ein riesiger Sturm zusammenbraut. Kannst du das in einfachen Worten erklären? Das Raumloch hat gerade ein schönes Knoll-Sturmsystem ausgekotzt. Ach, Lars, also zuerst einmal nennen wir sie nicht Raumloch. Und wieder dahin. Oh, das ist hart. Wir müssen dieses Raumloch schnell stopfen. Sende uns die Daten, dann fangen wir an. Datenanalyse von Lars im Gange. Kommandant, ich habe Pops Aufenthaltsort lokalisiert. Warte, es gibt noch einen anderen Ort? Das muss ein Fehler sein. Noch ein Ort? Ich habe überall Treffer für Pop. Fast so, als ob er explodiert wäre. Okay, vielleicht geht es Pop gut. Vielleicht hat er den Riss gesehen und zufällig alle Verbindungen zerstört. Schreiend. Und jetzt ist er an vielen Orten. Könntest du dich auf die Suche nach den Rissen in